davor schon mal in Dubai und ich habe damals gesagt, unten auf der Brücke, direkt vorm Burj Khalifa, wäre es total schön, da würde ich gerne einen Antrag kriegen. Also, du kannst dich immer auf sie verlassen und total bedingungslos, tut alles für einen. Das ist was, was ich schon sehr, sehr daran schätze. Ich habe gefragt, ob sie ja, meine Frau werden möchte. Ich musste dann gleich mitholen vor lauter Freude. Ja, es ist halt einfach eine beste Freundschaft entstanden und er war immer, wirklich immer, immer für mich da. Also ich kenne niemanden, der so loyal ist. Und wenn wir gerade beim Thema Freundschaft sind, möchte ich euch noch etwas mit auf den Weg geben. Es ist vielleicht einfach, sich zu verlieben. Damit die Liebe entsteht, gehört vielleicht auch ein Stück Arbeit dazu. Die Liebe zu halten, ohne den anderen zu verändern und dabei auch noch beste Freunde zu sein, ist allerdings eine Kunst. Und ihr habt genau diese Kunst. Die Liebe fühlt sich bei euch wohl und will für immer bleiben, weil sie hier ohne Bedingung sein kann. Und in dieser Liebe habt ihr beiden auch noch einen besten Freund fürs Leben gefunden. Die Liebe, die ihr beiden füreinander habt, die strömt ein bisschen durch diesen Raum hier. Und ich glaube, wenn man das hat, dann braucht man im Leben wohl sonst kein anderes Glück. Seitdem seid ihr immer stand- und reißfest an der Seite des anderen. Und wenn es mal kräftig stürmt und hagelt und es ganz furchtbar dunkel wird, so dunkel, dass der eine vielleicht nicht die Kraft hat, alleine stehen zu bleiben. Wenn einem von euch beiden die Zuversicht fehlt und alles schwer erscheint, so stützt der andere ihn ab. Hält ihn fest für eine Weile. Hält den anderen fest, solange es eben sein muss. Und wenn die Sonne wieder hervorspitzt und die Tropfen auf eurer Straße zum Glitzern anfangen, dann geht ihr noch stärker und noch reißfester wieder nebeneinander her.